Willkommen, hier sehen Sie Vista auf einen iMac und Mac OS X im Vergleich dazu. Der iMac ist ein 20 Zoll Variante mit 1,5 GB RAM, 52 GB Festplatte und einem 2 GHz schnellen Core Duo Prozessor. Als erstes sehen wir, wie Microsoft Windows Vista bootet. Dies ist noch eine Beta-Version, aber im Vergleich zur Endversion dürfte es kaum noch Änderungen geben. Der Bootvorgang von Microsoft Windows Vista dauert noch, wie üblich, ziemlich lange. Aber im Vergleich zur Vorgängerversion von Microsoft Windows XP ist es nun deutlich beschleunigt. Gleich wird man auch den Anmeldescreen sehen, aber man kennt es ja von Vista und Windows. Es lädt und lädt und lädt. Und hier sehen wir auch schon den Desktop von Vista. Zahlreiche neue Transparenteffekte gibt es, aber an sich ist alles beim Alten geblieben. Das Startmenü ist leicht verändert. Aber an sich ist alles wie beim Alten ziemlich unübersichtlich, wie man hier sieht. Der Ranking ist übrigens hier 4,4 im Schnelligkeitsindex, was Vista automatisch ausrechnet. Hier noch einmal die zahlreichen Optionen in der Systemkonfiguration. Mit dabei bei Vista ist auch die Windows Media Edition. Sie braucht ziemlich lange beim ersten Starten. Hier ein erstes Setup, das ich gleich etwas überspringen werde. Wie man sehen kann, hat sich im Vergleich zur alten Media Edition etwas alles geändert. Es ist etwas übersichtlicher geworden, aber ansonsten ist alles beim Alten geblieben. Hier nochmal im Vergleich zu dem, die alten Spiele von Microsoft Windows sind auch dabei. Allerdings im neuen Design. Der Windows Media Player hat auch ein neues Design, ist aber wie immer unübersichtlich und chaotisch geordnet. Auch hier kann man sehr schön sehen, Transparenteffekte. Hier der Microsoft Movie Maker, DVD Movie Maker. Der Internet Explorer hat sich auch leicht geändert, dies ist die 7er Version mittlerweile. Im Vergleich zur alten 6er Version ist er endlich übersichtlicher und schneller geworden. Hier der neue Sidebar. Wer es braucht, der braucht's. Hier noch einmal zahlreiche Menüs für die Bildschirmeinstellung. Alles chaotisch. Und hier sehen wir noch gleich einmal ein ganz altes Spiel, das meistgenutzte Microsoft Windows Spiel überhaupt. Auch hier alles im neuen Design. Das Herunterfahren des Rechners dauert wie immer sehr lange. Nach dem Herunterfahren sehen wir noch eine kleine Demo eines aktuellen 3D-Shooters. Microsoft Windows Vista. Aber wir müssen uns auch kurz gedulden. Und hier ist es schon. Die
Grafik ist sehr gut und die Spielbarkeit auf einem iMac hier auch sehr gut. Dieses Spiel gibt es leider nur auf Microsoft Windows Betriebssystem und der Xbox 360. Auf Apple Mac OS gibt es dieses Spiel leider nicht. Wie man sehen kann, ist alles relativ flüssig und gut spielbar. So, nach dem Ende dieser Demo sehen wir nun den Vergleich zu Mac OS X Tiger. Hier der Bootscreen, wo man auswählen kann, ob man einen Tiger starten will oder Vista. Der Bootvorgang dauert wesentlich kürzer als im Vergleich zu Vista, wie man auch gleich hier sehen wird. Nach nur wenigen Sekunden ist der Desktop-Screen zu sehen. Ganz unten am Bildschirm sieht man den Dock von der Mac OS X und hier ein kleiner QuickTime-Film. Verkleinert man dieses Fenster, hier unten zu sehen, läuft das Video unten weiter. Auch hier gibt es einige Transparenteffekte. Sie treten aber nicht so im Vordergrund wie bei Vista. Und das ist auch gut so. Alles bei Mac OS X hier ist logisch geordnet, wie man gleich in der Systemstellung sieht. Im Vergleich zu Vista ist alles chaotisch und hier alles logisch geordnet. Was Internet Explorer für Vista ist, ist das Safari für Mac OS X. Nur dass dieser besser ist. Der Finder ist quasi der Ersatz für den Windows Explorer. Und hier ein kleiner Vorschau von einigen Bildern. Das, was man immer direkt braucht, ist sofort zu sehen. Alles ist logisch aufgebaut. Das Herunterfahren von Mac OS X geht sehr schnell. Und das war's schon. Hier ist Front Raw, die quasi Alternative zur Media Edition von Vista. Auch hier ist alles logisch geordnet. Das Ein- und Ausschalten von Front Raw ist sehr schön gelöst. Auch hier alles logisch geordnet. Die Filmtrailer werden alles online geladen und gestreamt. Man muss allerdings eine schnelle DSL-Leitung haben, um die Videos anzuschauen. Bis jetzt gibt es leider nur englische Trailer. Den Ton habe ich schon mal ausgeschaltet. Also nicht wundern, warum Sie keinen Hintergrundton hören. Für Musik kann man auf iTunes zurückgreifen und gesamte Alben zugreifen. Über Fotos kann man auf sein iPhoto-Album zugreifen. Auch hier alles logisch geordnet. So, und das war's schon. Das war Mac OS X Tiger. Deutlich besser als Vista. Vielen Dank, dass Sie zugeschaut haben.